Der Mensch und die Natur. Seit Jahrtausenden nutzen wir die Kraft der Natur. Wie im Alpenraum besonders die Widerstandsfähigkeit der heimischen Bäume. Holz war hier schon immer ein wichtiges Baumaterial. Die Lärche zählt aufgrund ihrer starken Harzhaltigkeit zu den langlebigsten Holzarten in unseren Wäldern. Sie eignet sich deshalb hervorragend für die Produktion von natürlichen Dachschindeln. Das wussten schon unsere Vorfahren, die im Einklang mit der Natur lebten. Wir von Gasserschindeln verbinden altes Wissen mit neuer Technik und bringen die Kraft der Natur zu Ihnen nach Hause. Dabei lassen wir nichts am gefällten Baum ungenutzt. Von Holzspänen bis Brennholz wird alles verwertet. Gasserschindeln befindet sich im Eisacktal, am Fuße der Sarntaler Alpen, im Herzen Südtirols. Der Weg vom Wald zu uns ist kurz. In unserer Produktionsstätte fertigen wir Schindeln, Dachrinnen, Holzzäune und Holzbretter. Alles, was das Herz begehrt. Durch unsere Methode des Spaltens wird das Holz entlang der Faser getrennt, die somit unversehrt bleibt. So bleibt die Widerstandsfähigkeit auch nach der Schlägerung erhalten. Ein natürliches Schindeldach ist bei richtiger Montage wärmedämmend, wartungsfrei und langlebig und es lässt die nötige Luft durchfließen. Dass die Holzschindel nicht nur im traditionellen Bereich eingesetzt werden kann, das beweisen zahlreiche architektonische Objekte auf der ganzen Welt. Dieses Stück Natur findet als Baumaterial auch im modernen Baustil seinen Platz. Ob als Schindeldach in der Karibik oder als Fassadenverkleidung von Museen oder Wohnhäusern. Unsere Holzschindeln zieren sogar Europas größte Schindelfassade. Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Gasserschindeln, Ivan, hallo. Auch deshalb machen wir von Gasserschindeln nicht nur bei Holzschindeln Halt. Zu jedem Dach gehört eine Dachrinne mit den dazugehörigen Halterungen, die von uns hausintern in unterschiedlichster Ausführung geschmiedet werden. Auch unsere Zaunlatten spalten wir meist aus Lärchenholz und fertigen rustikal wie moderne Zäune für jeden Bedarf. Unser Highlight dabei ist der traditionelle Lärchenzaun, der an vergangene Tage erinnern lässt. Die Kraft des ausgewählten Holzes überträgt sich auch auf unsere gesägten Holzbretter, die je nach Bedarf verarbeitet werden. In unserer Produktionsstätte fertigen wir Holzbretter aller Art für Böden, Täfelung oder Wandverkleidung. Einfach oder mehrfach gebürstet, gehackt, gesägt oder geschlagen, traditionell glatt, rustikal gedämpft oder sogar sonnenverbrannt.
Wir erfüllen auch gerne spezielle Anforderungen wie gelaserte Holzoberflächen durch Laserdesign bei Gasserschindeln. Mit unserem Großflächenformat-Laser können wir nicht nur Holz veredeln oder feinschneiden, sondern auch Metall, Stein, Spiegel oder Textilien. Alles ist möglich. Lassen Sie sich von uns beraten. Wir bereiten altes Holz auf und hauchen ihm neues Leben ein. Aus alt mach neu und aus neu mach alt. Verschiedene Verfahren ermöglichen es uns, neues, stabiles Holz in altem Look erscheinen zu lassen. So lagern auch neue Bretter für Wochen in unserem spezial angefertigten Dämpftrockner und kommen im alten Look wieder heraus. Was vor 30 Jahren als Idee begann, ist heute ein Unternehmen mit vielen treuen Mitarbeitern. 30 Jahre Gasserschindeln sind viele Emotionen, viele tolle Momente, was wir gehabt haben. Es sind auch harte Momente gewesen. Wir haben ganz viel erlebt und wenn ich zurückschaue, habe ich Mordsfreude eigentlich mit dem, was wir erreicht haben. Meine Mitarbeiter sind der Hammer, weil wenn wir in der Gruppe stark sind, dann ist die Firma stark. Ich habe eine ganz tolle Frau, ganz eine tolle Familie, die hinter dem Betrieb steht und hinter mir. Und für selbst bin ich ganz fest dankbar. Zusammen arbeiten, zusammen feiern, zusammen Momente erleben. Zurück zur Natur, das ist unser Motto. Gasserschindeln steht für Vertrauen, Tradition, Langlebigkeit und Naturverbundenheit. Das ist Gasserschindeln.